Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Serie Die 12 häufigsten Fehler bei der Fördermittel- und Finanzierungsbeantragung. Heute schauen wir uns den zweiten Punkt an, wo es darum geht, dass die Mittel zweckgebunden sind. Was bedeutet nun diese Zweckgebundenheit? Also einfach die Frage zu stellen, ich brauche für meine Gründung 100, 200 oder nur 50.000 und ich stelle deinen Antrag, reicht nicht aus. Denn damit weiß der Banker, der Investor oder der Sachbearbeiter bei Fördermittelinstituten noch gar nicht genau, was du genau mit diesem Geld machen willst. Und häufig ist es so, gerade bei Fördermitteln, dass bestimmte politisch beabsichtigte Unternehmen oder Investitionen gefördert werden. Und das muss sichtbar gemacht werden. Was bedeutet das also? Wenn du beispielsweise das KfW-Startgeld beantragen willst, wo das Gesamtfinanzierungsvolumen bei 125.000 Euro liegt, und du möchtest diese 125.000 Euro haben, dann kannst du das gerne. Aber wenn du nur Marketingkosten, Entwicklungskosten, Personalkosten, laufende Kosten finanzieren willst, also alles, was einzuordnen ist unter dem Begriff Betriebsmittel, wirst du die 125.000 Euro sehr wahrscheinlich nicht bekommen. Warum ist das so? Dieses Förderprogramm zum Beispiel hat eine Betriebsmittelgrenze eingebaut, und zwar bei dem Betrag 50.000 Euro. Du wirst also von diesen 125.000 Euro möglichen Finanzierungskuchen nur weniger als die Hälfte bekommen, nämlich 50.000 Euro, wenn du nur Betriebsmittel finanzieren möchtest. Wenn du jetzt aber 125.000 Euro an Investitionen, also Betriebs- und Geschäftsausstattung oder das erste Warenlager finanzieren möchtest, dann kannst du tatsächlich den gesamten Kuchen beantragen, also die gesamten 125.000 Euro. Das bedeutet wiederum für dich, dass in deiner Gesamtkapitalbedarfsplanung, also deiner Planungsrechnung mit allen Anfangskosten und Investitionen, sorgfältig darauf achten darfst, wofür genau du diese Mittel brauchst. Und dann sind zwei Tabellen bei den Anfangskosten abzubilden. Einmal die Investitionen und einmal die Betriebsmittel. Und dann bist du zudem noch eingeladen, hinter den größeren Investitionen am besten auch Angebote, konkrete Kostenvoranschläge auch abzubilden, damit der Banker weiß, wofür du tatsächlich dieses Geld haben möchtest. Und ein weiterer Grund, wofür der Verwendungszweck wichtig ist, weil du einen Durchführungszeitraum, also einen Zeitraum bekommst, in dem du das Geld auch ausgeben solltest. Du kannst also sehr selten heute Geld beantragen, was du erst in 2 Jahren ausgibst. In der Regel gibt dir der Banker einen Zeitraum vor von 6 bis 9 Monaten. Und dann gilt es von deiner Seite auch einen Durchführungsbericht abzubilden, also auch aufzuzeigen mittels tatsächlich vorhandener Rechnung und der entsprechenden Zahlungsströme, dass diese Mittel, die bewilligt worden sind, auch zweckgebunden verwendet wurden. Kannst du das nach 9 oder 12 Monaten nicht wirklich nachweisen, dann wirst du ein nettes Schreiben von der Bank oder vom Fördermittelinstitut bekommen mit der Bitte um Rückzahlung dieser bewilligten Fördermittel, weil die sind am Anfang in der Regel auch nur vorläufig bewilligt, bis dann der tatsächliche Zweck, also der Kauf der Betriebs- und Geschäftsausstattung zum Beispiel, getätigt wurde. Erst dann sind diese Fördermittel auch tatsächlich final ausbezahlt und bewilligt. Wenn du dazu weitere Fragen hast, kannst du jederzeit Gebrauch machen vom kostenfreien Erstgespräch. Vergiss jetzt aber nicht, den Kanal zu abonnieren, denn morgen geht's weiter mit dem dritten Punkt unserer Serie, die 12 häufigsten Fehler bei der Fördermittel- und Finanzierungsbeantragung.